So, da bin ich schon wieder zurück aus der kleinen Pause und es geht weiter mit Gran Turismo 7. Clubman Cup 600 in Sardegna, Strecke A. Auf jeden Fall gepflastert und nicht so wie gerade. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie ich mit dem Porsche hier abschneide. Denn immerhin hat er ja keine dicken Flügel oder sonst irgendwas. Und ich meine, das, was ich hier geschafft hatte vorher, das war der zweite Platz. Gold habe ich hier noch nie gefahren. Und natürlich der fliegende Start, ist klar, logisch. So, an dieser Stelle natürlich ein recht herzliches Hallo an alle, die dazugekommen sind. Und danke für die Geduld, für alle, die gewartet haben. Und ja, viel Spaß beim Schauen dieses Desasters. Geht der raus. Jetzt durch. Ich glaube, so gewisse Fahrhilfen sind aus. Kann das sein? Ja, klar. Ich habe ja vorhin bei Matsch, habe ich ja alles ausgemacht hier. Alles bis auf ABS. Ist kein Wagen mit Spoilern. Kein Wagen mit Spoilern. Meine Güte. Kurve kann ich mit anderen Fahrzeugen quasi Vollgas fahren? Mit diesem nicht. Übertreibt wieder, ne? Merkst du? Erste Runde so schön smart hinterhergefahren, alles fein und bei der zweiten Runde, klar, logisch, ne? Müssen wir natürlich wieder den Bleischlappen rausholen und aufs Pedal nageln, das ist wieder vollkommen klar. Aber typisch ich. Mädels. Hättet ihr euch nicht auch verbremsen können? Dann wäre ich jetzt vorne. Fixt und zugenäht. Diese Kurve, die mochte ich noch nie. Aber auch ungewohnterweise ohne Stabilitätskontrolle. Das ist, habe ich normalerweise immer an. Also würde mich wundern, wenn ich nicht damit jetzt tatsächlich an denen vorbeikomme. In der Runde noch.
kann viel besser bremsen wie ich. Hast du gesehen? Ich konnte so gut bremsen, dass ich ihn reingefahren bin. Trotz Vollbremsung. Entschuldigung. War nicht mit Absicht, war mit dem Bleifuß. Haben wir Driftrennen, oder? Nee, ne? Ist kein Driftrennen. Mache ich das dann? Man sieht sofort, dass ich das gewohnt bin, mit gewissen Kontrollsystemen zu fahren. Warum mache ich den nicht einfach an? Das ist doch überhaupt kein Problem. Ne, kannst du gar nicht. Traktionskontrolle kannst du nicht zuschalten. Nur die. Die ist okay. Die steht normalerweise auch auf 1. Aber mal. Ja, doch, schon etwas smarter. Also ganz ehrlich, das ist aber ein Sieg, den möchte ich so nicht. Also, alles schön und gut, aber viel zu... Ich kann mich nicht dagegen wehren jetzt, ne? Sei nicht, mach die PlayStation aus, aber zumindest kann ich es erneut fahren und dann noch mal anständig. So, mal stellen wir es vorher richtig ein, die wieder auf 1. Nutzer definiert, ist richtig, Automatik, ABS Standard. Ach so, genau. Das ist mein Standard, so wie ich das eingestellt habe, wenn ich nicht auf einer Schotterpiste bin, weil da bringt das wohl nichts. Du merkst aber auch sofort, dass er nicht so zügig voran... Gucken wir das nochmal. Kann ich ja nochmal sehen, kann ich ja nochmal sehen. Ich will das nochmal sehen. Was? War nur gerade beim Start, ne? Hallo. Guck, zum Werkstattwagen vor mir, steht Bosch drauf. Entschuldigung.
Wenn ich jetzt hier mit weichen Schlappen unterwegs wäre und Reifenabnutzung wäre an. Oh. Ist der noch runter? Und Reifenabnutzung wäre an, ja, dann hätte ich hier direkt. Ja, ich sag jetzt mal meine Reifen abgefahren. Bei den vielen Slidern in der Kurve hier. Oh, oh. Immer wieder die lange Gerade, ne? Keine Ahnung, irgendwie dann sind die besser wie ich. Bremse wahrscheinlich früher. Sollte ich vielleicht auch mal tun, ein bisschen früher bremsen. Definitiv. Oh Mann. Also ob ich das noch mal sehen will, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nee. Lass mal was anderes machen.
Nö. Wenn es einer sehen will, dann bitte rechtzeitig sagen. Warte noch einen kleinen Moment. Ansonsten mache ich einfach weiter. Ich warte mal das Delay noch ab. Gib noch so 10 Sekunden drauf zum Reagieren. So will sehen. Ansonsten, wenn da keiner sehen will, dann geht's auf Verlassen. Verlassen. Gut. So ist das schön. Könnt mir ja mal mein Ticket angucken, was ich gekriegt habe, ne? Hab doch da so ein schnuckliges Ticket bekommen. Fürs Roulette. Ein 3 Sterne. Jetzt bin ich gespannt. Gucken, was es gibt. Dreimal Auto. Dann wird's Kohle. Sag ich doch. Dreimal Auto, dann wird's garantiert Geld. Ich kenne einfach mein Glück, was ich in der Regel habe. So schön, ehrlich. Ich glaube, wir gucken erstmal einfach nach dem Rennen und dann das Auto dazu. Ich glaube, das hat am meisten Sinn. Ich würde ja ganz gerne, ich guck mal eben, ob ich hier auf einer meiner Lieblingsrennstrecken irgendwas Passendes fahren kann. Warte mal. Mal hier Tokio nehmen. Wo ist Tokio? Japanischer Clubman Cup 500. FR-Herausforderung ohne Limit. Ohne Limit ist mal gut. Aber na, da kann man so schön übertreiben. Nissan GT-R Cup. Ein Cup Plus. Da. Oh, 3 Skischoten hat er. 3 Scholli-Schoten. RP 550. Lass mich kurz überlegen. Nein. GTR Cup. Was ist eigentlich mit dem GTR oder mit dem Nismo? Kann ich die nicht mal irgendwie scharf machen? Kommt da vielleicht mehr raus als bei meinem R34? Wobei den R34 finde ich persönlich am schönsten, aber wir schauen mal. Da könnte ich den Cup noch mal mitfahren dann. R34, ne, warte mal. Ist ein Konzept, der darf da nicht fahren, ist kein Straßenwagen. Das ist auch ein GTR.
Will den fahren. Ich muss den nur tunen. Wohl, der hat knapp 600. Wie viel darf ich da fahren? 600 meine ich, ne? Der für Reifen drauf. Das ist ja viel wichtiger. Das muss ich erst mal gucken. So, erstmal Fahrzeugeinstellungen schauen. Er hat Sportreifen drauf. Das wird nix. Da brauchen wir aber mindestens, brauchen wir da, ne? Mindestens Rennen hat. Die brauchen wir. Ja, toll, 641 schon. Wie viel durfte ich bei einem Cup noch gleich haben? 700 oder 600? Jedewitzka. Da durfte ich haben bei Tokyo Expressway. Wo ist er? Geht der doch nicht. GTR Cup. 700, 700. 641 habe ich. Das ist gut. Das ist gut. Meine, das wäre sogar ohne Reifenverschleiß, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bleib mal auf den harten Reifen, dann kann ich ein bisschen mehr Power drauf bringen. Dachte ich, schwächer ja eh ein bisschen in den Kurven und dann kann ich auf den Geraden wieder ein bisschen was rausfahren. Davon hat der Kurs ja genug. Fangen wir mal hier hinten an und verpassen ihm erstmal schöne Carbonbremse. Uha! Schon mal ab. Adapter braucht er nicht. Lachgas. Und raus bist du. Ich glaube, Lachgas zählt gar nicht, ne? Lachgas zählt nicht. So, dann kriegt er jetzt erstmal hier Racing-Auspuff, Racing-Luftfilter, Ladeluftkühler. Und natürlich ordentliche Bremsscheiben. Beim auch mal. Und ein passendes. Gut, das geht sogar hoch damit. Uiuiui. Okay, Mann. Bin denn die noch? Not bad. System. Ja, was ist mit dem Krümmer? Den wir auch noch mit dazu kommen. Bei den Reifen muss ich bleiben, ansonsten wird das nichts. Jetzt kann ich gucken, ob ich eventuell noch etwas das Gewicht reduzieren kann von dem Fahrzeug. Geht der wieder nicht, oder was? Oder hat der das nicht?
Ah, doch. Jetzt. Ah, Sportcomputer. Irgendwie, mal ganz ehrlich, ist das normal? Das hatte ich doch sonst nicht, der so lahm lädt. Natürlich alles nicht. Hiermit. Oh. Dann drüber. Also das Gewichtbehälter. Erstmal, dafür verpasse ich ihm dann noch ein bisschen Motortuning. Affenocke noch rein. Ja. Ich glaube, wir sind da schon sehr nah an der 700. Nimm an. So. Das sieht gut aus, glaube ich. Ach du lieber Gott. Besser. Oh, dann geht er wahrscheinlich locker drüber. Oh ja. Damit ist er dann böse drüber. Bleibt das erstmal so. Wir ihm noch ein bisschen Steifheit geben. So. Mal ausprobieren, ne? Kurz nochmal an den Einstellungen schrauben. Mal schauen, ob der überhaupt was geht. Ich weiß nicht, ob man die Spoiler bei dem einstellen kann. Wenn ich ihm jetzt was anderes verpassen würde, dann, nee, die kannst du nämlich nicht einstellen. Das Einzige, was geht, ist jetzt Fahrzeughöhe. Das heißt, ich kann ihm jetzt über die Fahrzeughöhe kann ich ihm jetzt ein bisschen mehr Druck geben, indem ich das Fahrzeug einfach steiler in den Wind stelle. So. Passiert? Verdammt. Versuchen wir es mal so. Ja, das ist ein Vorteil. Das ist ein echter Vorteil hier. Dieser Sturz. Das kann ich nicht verstellen, aber das macht nichts. So, der hat auf jeden Fall jetzt schon mal wesentlich mehr. Bumst nämlich an. Dann versuchen wir es mal. Habe ich mal gewonnen. Beim Roulette gewonnen habe ich den. Dann bin ich denn so, wie er war, in einem Rennen gefahren. Okay, Expressway und der GTR Cup. Mal gesagt. Jetzt. Warum GTR oder nicht?
ITR Safety Car. Los. Ist doch doof. Habe ich den so schön fertig gemacht und darf den da nicht fahren? Eben wenigstens eine Runde. Bei Nacht ist cool. So. Eine Runde wenigstens mal fahren jetzt das Teil. Also auch wenn ich das nicht im Cup darf. Mir dann auch egal. Danach kann ich immer noch wechseln. Und ich gar nicht mehr schlecht auf der Straße. Ui, der ging jetzt aber, der ist aber rausgerutscht hier. Ordentlich. Bodenschwellen hören sich immer cool an, wenn du darüber fährst. Bum, 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 bum. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Okay, mit dem müsste ich mich wahrscheinlich, hätte ich mich wahrscheinlich eben ein bisschen einfahren müssen. Anpassbares Differential brauche ich bei dem, wenn. Er drückt so böse über die Hinterräder raus. So, aber Runde geschafft. Also fahren tut er sich, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, gar nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht. Und sieht auch cool aus. Also. Böse hecklastig. Das war ja auch die erste Runde, ne? Also
ersten paar Kurven. Ja, schade, dass ich den Rennen nicht fahren darf, aber ich finde den irgendwie cool. Ich weiß auch nicht wieso. Eigentlich wegen den schönen blauen Lampen. Darf man schon mal was mit blau blinkenden Lampen auf der Straße fahren? Da gibt es nicht so viele, die das dürfen. Ne? So, machen wir raus wieder. Okay. So, das heißt, anderes Fahrzeug. Ich möchte ja den GTR Cup fahren. Dann mache ich das. Another car. So. Fahrzeug wechseln. Welche darf ich denn nehmen? Das ist so praktisch. Der ist direkt vorbereitet, ist der. Guck mal. Wie sehen denn die Einstellungen aus? Da sind die IMs drauf. 100. Verschleißfahrt ist nicht, also vollkommen egal. Dann go. Direkt Gambo. Ja, kannst du natürlich nur auf Strecken machen, wo du keinen Reifenverschleiß hast, ne? Ansonsten sind die Intermediates nach einer oder zwei Runden sowas von runter. Gerade wenn die Fahrbahn trocken ist. Musst du dann schon harte Rennreifen fahren. Aber damit würde dann wieder die Leistung nach oben gehen vom Fahrzeug. Wenn wir aufpassen, ich sitze rechts, dass ich wieder so dicht dran vorbeifahre. Da war er wieder. Bitte Abstand. Null Kurvenvorteil durch die Intermediates. Aber auf den Geraden, ne? Weil ich auf gute Reifen verzichte. Kann ich halt ein bisschen mehr Leistung immer rumschleppen. No. Noch eine Wand mitgenommen. Wollte ich ja eigentlich vermeiden, ne? Mitzunehmen. Oh no! Alter! Und der Axt. Nehmen wir am Axt. Uff.
Man merkt, dass sie ein bisschen schneller unterwegs sind, ne? Erster Roter. Das Rankommen schon ein bisschen müßiger. Und ein bisschen. Verflixt, ey. Wieder eine Dölle mehr. Boah, aber auch Leistung, du. Juhu! Runde 3 von 4. Uiuiui. Nee. Boah. Er hat zu spät gebremst. Das frisst immer Zeit.
Oh, siehst du, ohne Bande geht's doch viel schneller. So ganz ohne wird das Auto auch noch besser aussehen. Oh Mann. Das ist nett, der bringt 80.000. Ich meine, den gibt es ja auch mit. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt probiere ich mal was aus. Jetzt probieren wir doch einfach mal was aus. Wir gehen mal auf erneut versuchen, ja. Und stellen mal was um. Verpasst ihm jetzt mal weiche Rennreifen. Oder? Nee, lass uns den mal. Hattet für den nicht? Verpasse ich immer weiche. Die sind natürlich direkt zu hoch, logischerweise. So, und jetzt mit den weichen Reifen, da liegt er natürlich viel besser auf der Straße. Jetzt kriegt er noch ein Höhentuning. Differenz. Und was er noch kriegt, ist Drehmomentverlagerung. Die 50. Das juckt ihn nicht. Die Leistung habe ich schon runtergefahren auf 73. Ach so. Ah, guck mal. Normaler Turbolader, super. So, und dann noch die Leistung. Maximieren sozusagen. 705, bisschen zu hoch. 8, euch. 1. 699. Ach. So. Zeig mal, was geht. Nicht der Geil auf der Straße. Entschuldigung. Wollt sie nicht anrempeln? Uah! Da war noch einer im Weg. Hat er jetzt geile Kurvengeschwindigkeiten hier? Sehr schön.
könnte ich mal aufhören, nebeneinander herzufahren, dann kann ich auch vorbei. Von der Bremsleistung auch was, auch mehr an, weil der nicht mehr so rutscht. Aber natürlich fehlt ihm Vortrieb, ist jetzt natürlich klar. Heißt, bis ich dann wirklich mal 1 und 2 eingeholt habe, das wird dauern. Jetzt bin ich mal innen, ne? Erst innen rein, dann außen dran vorbei. Ui. Das hätte ich mal mit den Intermediates versuchen sollen. Die beiden Kurven mit Vollgas zu nehmen. Verbremser nicht durch die Strecke verlassen.
Jetzt letzte Runde. Okay. Dachte, ich wäre schon weiter. War schön, kann ich noch eine Runde heizen. Und Ente. Puh. Ja, coole Sache. Den Cup, den haben wir im Sack. Also hatte ich ja vorher auch schon, aber jetzt auch mal richtig. Ohne viel Bande, ohne viel irgendwo anzuecken. Ohne andere Fahrzeuge groß zu rammen, mal da durch. Könnte das ein sauberes Rennenbonus geben? Nö. Dafür habe ich dann wohl doch den einen oder anderen zu viel berührt. Ah, ich bin ja auch einmal rausgerutscht, ne? Oder? Ich weiß nicht. So. Ich werde jetzt noch mal eben für ein paar Minuten im Hintergrund verschwinden und lasse das mal so lange für euch hier laufen. Im Kleinbild, Pausenbild-Modus. Und ja, bin dann gleich wieder für euch da.